Hey Feli, kennst du mich noch? Jo, was denkst du dir, dass du mir nicht mehr antwortest? Du stinkt hier, verdrück dich mal irgendwo hin. Hauptsache irgendwo hin, weg von hier. MC Eukalyptica, kennst du meinen Namen? Damals, als wir Freunde waren und die Abos kamen, wir zusammen Minecraft spielen. Damals, als wir uns im TS über viele Dinge unterhielten, ist denn nichts von der alten Fee geblieben? Diese neue redet nur mit YouTubern nach Belieben. Sie haut keineswegs Videos raus und lutscht nur, farmt Subs und gerät nicht ein Stück von ihrer Spur. Immer wenn die Leute anfangen zu deabonnieren, fängt sie an den Streaming-Knopf zu demolieren. Sie freut sich nicht mal, wenn die Zuschauer explodieren. Wenn sie mal nur 30 hat, beginnt sie zu kollabieren. Erinnerst du dich an den Tag, als ich dich gefunden hab? Als du mit zwei Viewern lagst in deinem kleinen YouTube-Grab, ich dich wieder mal auf Vordermann gebracht hab und du 1000 Subs hattest und das schon am nächsten Tag. Hey Feli, was ist da los? Hast mir versprochen, mich zu dissen. Wieso muss nur nicht der sein, der anfängt, dich anzupissen? Nach 2,5 Jahren immer noch kein Track, da muss ich was ändern, du bist wirklich krass wack. Kannst du mal was machen, zum Beispiel singen im Chorus? Werd deinen Zuschauern eh nicht auf durch deinen Tittenbonus. Ey, fang mal an, richtigen Content zu produzieren und hör auf deinen Abos so krass zu duplizieren. Du machst nichts für deinen Erfolg, außer zu verlieren. Bei dieser Noobigkeit könnte ich echt explodieren. Die wenigsten deiner Freunde sind dir geblieben und ich hab dir letztens noch ne WhatsApp geschrieben. Doch Feli mit den 7K ist abgehoben und ich werd in der Warteliste weggeschoben. Sie gammelt bei Next Fade ab und farmt Subs, doch dieser macht nach einem Video mit dir sofort schlapp. Ha, hättest du ein Aussehen, könnte ich dich dissen, doch du siehst so lau aus, kannst dich direkt verpissen. Feli farmt einfach so Subs und macht nix, doch gewinnt so paar viele Abos und das ganz fix. Sie streamt in Low Quality 30 FPS, doch macht trotzdem einen Haufen Klicks, more or less. Steckt überhaupt Arbeit in deinen Videos? Bei der Qualität muss ich komplett los. Ich meine, 2 Stunden muss man im Quartal ja wohl haben. Hoffe, du kannst dich an deinem Erfolg gut laben. Ich werd dich zerlegen wie einen Haufen Tomaten und danach werd ich deinen Hype richtig kokelig braten. Ich hoffe, ich brech dir nicht deinen Kiefer, Hauptsache du singst nicht noch ein Stückchen tiefer. Mich kommt man eine Weile Leitung nennen, doch dann würden sich unsere Wege ganz schnell trennen. Früher konnte ich dich ernst nehmen, doch da kann ich nicht das Fame leben. Fühlt sich Fame und bist nicht wirklich was besser. Und ich schneide deine Träume durch und das mit einem Messer. Hast das Gefühl, etwas wirklich Besseres zu sein, doch verwest im Schlamm wie ein kleines sterbendes Schwein. Erntest Ruhm und den dicken Scheinbares, aber im Vergleich zu Freundschaft ist das nix Wahres. Grüße gehen raus an Feli, friss deinen Babybrei. Ich freue mich auf deine Antwort in Form von Teil 2.